Day. Heute ist mein Ruhetag, aber für euch mache ich eine Ausnahme. Hm? Nee. Was soll ich sagen? Wenn man schon arbeitet, dann sollte man auch hart arbeiten. Jethan, habt ihr Ninette in letzter Zeit gesehen? Ninette? Schon seit Wochen nicht mehr und das ist wirklich zu schade. Ich genieße ihre Gesellschaft. Ich habe gehört, sie hat ihren nichtsnutzigen Ehemann endlich verlassen. Das freut mich für sie. Ich wünschte nur, sie hätte sich noch verabschiedet. Okay. Hat sie euch erzählt, dass sie ihren Ehemann verlassen hat? Nein, aber ich hoffe, dass sie genau das getan hat. Ghislaine ist ohnehin nur an dem Vermögen ihrer Familie interessiert. Ninette ist ein echtes Juwel. Elegant, weltgewandt, im richtigen Maße verdorben. Ghislaine hat sie nicht verdient. Verdorben in welchen Dingen? Okay. Könnte sie in Schwierigkeiten stecken, was meint ihr? Denkt ihr, Ninette ist etwas zugestoßen? Ich hoffe nicht. Ninette wird von allen geliebt, manchmal sogar zweimal pro Nacht. Ghislaine ist der Einzige, der ihr etwas antun würde, aber dafür ist er nicht Manns genug. Okay, und habt ihr mit diesen Typen gesprochen? Ghislaine wusste über euch und Ninette Bescheid. Hat er sich mit euch unterhalten? Der Mann ist unfähig, sich zu unterhalten. Er ist hier aufgetaucht, hat mich angeschrien, mich ein dreckiges Klingenohr und einiges andere genannt und mich dann beschuldigt, ich würde seine Frau verderben. Wir mussten ihn rauswerfen. Aber wisst ihr sonst noch irgendwas? Habt ihr irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Nun ja, also... Da war noch jemand anderes, der nach Ninette gesucht hat. Ein Templer. Ich glaube, sein Name war Emmerich. Und er wollte auch nicht mit mir schlafen. Ich wüsste nicht, warum sich ein Templer für jemanden interessieren sollte, der kein Magier ist. Hm. Ist sie sicher keine Magierin? Könnte Ninette eine Abtrünnige sein? Nun ja, mich hat sie auf jeden Fall verzaubert. Falls Ninette aber eine Magierin wäre, hätte Emmerich das bestimmt gesagt. Vielen Dank für die Hilfe. Vielleicht weiß Emmerich ja etwas, das wir nicht wissen. Emmerich sagte, er würde seine Nachforschungen in der Dunkelstadt fortsetzen. Vielleicht ist er ja noch dort. Und wenn ihr Ninette findet, dann sagt ihr bitte, sie möge doch mal wieder bei mir vorbeischauen. Warum ist denn noch ein Questzeichen? Das will ich nicht wissen. Nein, ich will nicht mit ihm schlafen. Das ist schon mal eine Sache vorweg. Ich finde ihn nicht gerade ansehnlich. Wenn schon zwei, finde ich ansehnlich. Der erste wäre Fenris und der zweite wäre anders. Die beiden sind ansehnlich genug. Die anderen wiederum lasse ich mal außen weg. Gut, dann mal hier. Schnell weg und dann ab unter die Du. Ich hab Post, ich hab Post, ich hab Post. Oh yeah, ich habe Post. Ich hab Post. Oh, ist das schön und so viele Quests offen. In der Nacht habe ich auch noch Quests offen. Und da, oh, guck mal, habe ich auch noch. Ich kann nicht mehr. Ich hasse es. Okay, hier habe ich keine Quests mehr offen. Das ist schon mal ganz gut. Da habe ich noch eine Quest offen. Da oben auch noch eine ungebetene Rettung. Das muss ich noch erledigen. Das mache ich heute noch. Ja, wir ziehen es heute durch. Wir machen das hier richtig durch. Und zwar... bis wir diese verdammte... Ach, ihr wisst das. Ich mache es. Ich ziehe es einfach durch, bis wir halt zu diesem einen bestimmten Teil kommen, in dem wir endlich losziehen, und zwar in die tiefen Wege. Ach, muss gesagt werden. Und ich hab's gesagt. So, was mache ich zuerst? Ich glaube, ich werde heute Gamlins Haus unter die Lupe nehmen, um zu gucken. So. Und jetzt gucke ich nach, was für Post ich bekommen habe. Ich hoffe, das ist nicht die GEZ, denn ich habe... Auf dem Schreibtisch liegt ein Brief für mich. Schön! Denn ich habe hier keine Fernseher, einen Brief an Carver. Ich lese mal vor. Lieber Carver, danke für deinen Brief. Es freut mich zu hören, dass du noch lebst. Es tut mir aber leid wegen Bethany. Wie kommt dein Bruder damit zurecht? Hoffentlich geht es ihm gut. Umarme ihn für mich und gib ihm einen Kuss. Nein, das wiederum nicht. Hat er in Kirkwall ein Mädchen gefunden? Sag bitte nein, sonst würde mir wohl das Herz brechen. Nein, danke.
Ich hatte immer das Gefühl, dass er mich mag und weiß gar nicht, warum nie etwas daraus wurde. Einmal hat er mich angesehen, bei der Kirmes, und ich war so glücklich. Oh yeah, so verdammt nochmal scheiße glücklich. Ich hätte sterben können. Ja, warum bist du nur nicht verreckt? Echt mal. Warum hast du uns beiden eigentlich nie verkuppelt? Ja, warum bloß? Weil ich gesagt habe für Kawa, dass ich die Olle nicht will. Du bist ein schlechter Freund. Kawa, nein, du bist ein guter Bruder, weißt du das? Ich will sie nicht haben. Ehrlich mal, Leute, mir kommt hier vor Lachen echt die Tränchen. Ich habe schon wortwörtlich Pipi in den Augen. Oder wie ist es, wie sage ich es immer, wenn ich zum Beispiel ein Schaf in Minecraft gelb färbe? Ja, natürlich, ich sag dazu Pipi-Schaf. Ja, einige haben sich darüber so richtig kaputt gelacht, als ich in der Konfi mal darüber geredet habe. Okay, kommen wir mal zurück zum Brief. Wir wollen ja so scheiße sein und den Brief lesen. Ihr kommt doch zurück nach Frelden, oder? Ich vermisse euch alle und möchte wirklich gerne deinen Bruder wiedersehen. Ja, euch wäre viel besser. Ich möchte wirklich deinen Bruder gerne wiedersehen. Ich habe ein bisschen zugelegt. Ach du Scheiße, wie viel denn? Seit ihr weggegangen seid. Ich will nicht wissen, wie viel du zugelegt hast. Es würde ihm sicher gefallen. Ich sehe jetzt in Kleinen viel besser aus und ohne gerade auch, ja, geradezu erstaunlich. Ich lebe bei meiner Tante in Denerim. Da es Lothering ja nicht mehr gibt, schreib mir bald. Wenn in Freundschaft. Peach. Kawa, du hast so eine beschissene Freundin. Ich bin so froh, dass du uns nicht verkuppelt hast. Du bist ein so guter Bruder. Ich mag dich. Danke, Kawa. Ich halte zu dir, Bruder. Vorher. Ja, das weiß ich zu schätzen, indem du diesen Brief... Du hast mich so lieb als Bruder. Ja, ich weiß es. Gott sei Dank hast du mich nicht mit dir verkuppelt. Ach ja. Und ich werde langsam schläfrig. So, was fehlt denn noch? Jetzt muss ich überlegen, was kommen da für Aufgaben auf mich zu? Gerüchte, der Feind unter uns haben wir ja noch vor uns. Wie spät haben wir es? Ich glaube, das schaffen wir doch nicht bis dahin. Doch, wir müssen es bis Mitternacht wenigstens schaffen, alle Quests in diesem Jahr fertig zu machen. Hoffentlich. Also in Kapitel 1. Oder war Kapitel 1? Nee, das ist Kapitel 1. Das andere war ja sowas wie, wie soll man sagen? Ach, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal in die, ja, Dunkelstadt. Los geht's. Wir müssen das hier wirklich fertig kriegen. Alles. Wirklich alles. Egal wie lange es dauert. Egal wie blöd das ist. Egal wie beschissen ich mich dabei fühle. Egal, ach du Schande, ich mag nicht mehr. Na? Ach, sieh mal an, der Danzig ist nicht mehr wieder da. Der Herr Danzig. Ach ja, stimmt, wir haben ihn getötet. Warum denn noch? Ach ja, das war ja Fenris. Danke, Fenris. Du bist ein guter Freund. Wir lieben dich. Das ist nicht wirklich mein Metier. Verdammt! Was kannst du überhaupt? Du kannst gar nichts. Okay, wir müssen was anderes deichseln, aber richtig. So, was tun wir als erstes? Sollen wir die Gruppe mal austauschen? Ich weiß nicht. Ich bin mit der Gruppe einfach so gerne unterwegs. Das ist mir auch so aufgefallen. Aber ansonsten... Nee, die Gruppe müssen wir jetzt noch nicht austauschen. Ich glaube, das können wir in der nächsten Quest machen. Toll, hier stinkt's. Hallo, Besucher. Grüßt euch. Mann, ich bin so froh, euch kennenzulernen.
Wow, jetzt ist so eine Freude. Hallo Nachbarn. Da Blitz und Donnerwetter. Upsi. Na toll. Jetzt weiß ich, warum wir keine Nachbarn mehr haben. Bastardo! Ah. Kann doch nicht wahr sein, Mädchen, was machst du da hinten? Hab Dank für euer rechtzeitiges Auftauchen, Sarah. Bitte? Mein Name ist Emmerich. Genau der Mann, nach dem ich gesucht habe. Ich muss mit euch über Ninette sprechen. Ah, Ghislaine de Carracks Gemahlin. Ihr Verschwinden hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ich habe versucht, der Sache nachzugehen. Die Untersuchung war jedoch reine Zeitverschwendung. Zeitverschwendung? Warum? Habt ihr denn gar nichts herausgefunden? Die meisten sagen, sie habe einfach nur ihren Gemahl verlassen. Angefangen hat das alles, als Maren, eine der Magierinnen aus unserem Zirkel, plötzlich verschwand. Das kam mir seltsam vor, weil sie schon etwas älter und alles andere als abenteuerlustig war. Und dann habe ich von Ninette und zwei weiteren Frauen gehört, die vermisst werden. Ich hatte mal einen Freund, der plötzlich verschwunden ist. Am Ende habe ich ihn betrunken unter meinem Bett gefunden. Was ist? Ist doch lustig. Ich denke, zwischen diesen verschwundenen Frauen besteht ein Zusammenhang. Und ich befürchte, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Hey, das mit unter dem Bett von Varric fand ich wesentlich witziger. Vielleicht ist Merandia nur geflohen. Magier fliehen doch ständig aus dem Zirkel. Vielleicht wollte Maren ja einfach nur frei sein. Sie war immer absolut loyal. Ein unbekannter Verehrer hatte ihr Lilien geschickt. Und einige von uns dachten, sie würde sich vielleicht mit ihm treffen. Vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen allen Fällen. Ja, könnt ihr sie nicht aufspüren? Nutzt der Zirkel denn nicht üblicherweise die Phylakterien, um seine Magier aufzuspüren? Wir sind ihrem Phylakterion bis zu einer Gießerei gefolgt, doch dort ist die Verbindung plötzlich abgebrochen. Ich habe von einigen Sympathisanten gehört, die entflohene Magier durch die Dunkelstadt schmuggeln. Also bin ich hierher gekommen, um ihre Spur vielleicht wieder aufnehmen zu können. Ich habe allerdings keinerlei Hinweise auf Maren gefunden und mich durch die Befragung der Einheimischen ziemlich unbeliebt gemacht. Aber das habt ihr ja selbst gesehen. Und was ist mit der Stadtwache? Ich hab hier eine, ja. Hier, die Stadtwache, da. Siehst du die? Ja, Stadtwache. Habt ihr der Stadtwache von eurem Verdacht erzählt? Ja, aber dort wurde mir mitgeteilt, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass zwischen den verschwundenen Frauen ein Zusammenhang besteht. Es hieß, die Frauen seien eben einfach von zu Hause weggelaufen. Das geschehe ständig. Evelyn, warum hast du dazu nichts gesagt? Du hättest mir sagen können, könnten sie tot sein. Niemand verschwindet einfach so. Vielleicht wurden sie ermordet oder entführt. Wir haben weder Leichen noch etwaige Lösegeldforderungen gefunden. Diese Frauen sind einfach spurlos verschwunden. Verdammt. Ja, kann ich irgendwie helfen? Kann ich euch bei eurer Untersuchung irgendwie helfen? Es ist nicht länger meine Untersuchung, Sarah. Aber ihr könnt sie gerne fortsetzen, wenn ihr möchtet. Dieser Kampf hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr der Krieger bin, der ich einmal war. Ich weiß, wann es an der Zeit ist, Platz für andere zu machen. Hier, nehmt meine Aufzeichnungen. Vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen. Ich kehre in die Galgenburg zurück. Ich bin zu alt für das hier. Ach, komm schon. So alt bist du auch nicht. Der Unterstadt? Wem sollte ich auf den Boden? Gut, das hätten wir... Ah, Knochen. So, einen Moment, ich muss mich kurz umsetzen. Ich sitze hier ziemlich ungemütlich. So, und da bin ich auch wieder. Oh mein Gott, nicht die schon wieder. Warum ist sie immer wieder da? Ich kann sie nicht ertragen. Die ist so... Gaga. Ja, das hat sich so... ergeben. Und ich bin müde. Das merke ich jetzt schon. Ah, und ich gehe hier ins Mikrofon, was ich eigentlich nicht machen darf.
Moment mal. Moment mal. Moment mal. Da ist mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Da ist noch viel.